Shalom euch, liebe Brüder und Schwestern. Wir setzen unsere Lehre fort. Heute 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe. Wir sind in Vers 7. Ich werde ihn wieder lesen. Gestern haben wir gelesen, die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Heute wollen wir über die letzten drei Eigenschaften reden, die die Liebe beschreiben. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ich möchte über dies in zwei Ebenen reden. Zuerst über unser Verhältnis zu Gott und dann auch über unser Verhältnis zu Menschen, wie das zum Ausdruck kommt. Wenn wir Gott lieben, dann glauben wir. Sie glaubt alles. Wir glauben an ihn, wir glauben an alle seine Verheißungen. Wir glauben an alles, was geschrieben steht über die Vergangenheit, über die Gegenwart, in der wir leben und über die Zukunft. Wir glauben, dass die Welt in den 6 Tagen der Schöpfung geschaffen wurde. Wir glauben, dass das Volk Israel das Schilfmeer überquert hat. Wir glauben an alles, was geschrieben steht. Wir glauben an die Verheißungen des Himmelreiches, die noch kommen werden. An das Gericht, das kommen wird, der Gerichtstag, die Auferstehung der Toten, Hölle, ewiges Leben. Wir glauben an all diese Dinge. Eine Liebe, die Gott liebt, glaubt. Gestern haben wir darüber geredet, dass die Liebe alles trägt, wenn man uns verletzt. Er trägt, wenn man gegen uns sündigt, wie es mit Jesus am Kreuz war. Aber jetzt, sie glaubt alles, Gott gegenüber. Gott, unser Vater im Himmel, wir glauben an dich. Sie hofft alles. Aus diesem Glauben heraus, indem wir an alle Verheißungen glauben und alles, was geschrieben steht, haben wir Hoffnung. Glaube ist jetzt. Ich glaube heute, was geschrieben steht. Die Hoffnung ist die Zukunft. Ich glaube, dass sich das erfüllen wird. Ich erwarte darauf. Ich erwarte das. Ich brauche beides. Die Sicherheit des Glaubens. Ich glaube heute, Gott existiert im Himmel. Jetzt in der Gegenwart ist er dort. Jesus ist im Himmel. Ist von den Toten auferstanden. Aber die Verheißungen sind für die Zukunft. Weil ich glaube, hoffe ich. Und diese Hoffnung gibt Kraft. Wenn ich über meinen Vater in der Zeit des Holocaust nachdenke, erst jetzt haben wir den Holocaust-Gedenktag gehabt. Er hatte eine gewisse Sicherheit gehabt, dass er mit dem Leben davon kommen wird, dass er überleben wird. Menschen, die dies hatten, es hat ihnen Kraft gegeben. Ich führe die Errettung meines Vaters nicht nur auf das zurück, was er geglaubt hat, aber ich glaube, dass Gott ihm diesen Glauben gegeben hat. Und Gott ist mit ihm gegangen. Er erlebte so viele Zeichen und Wunder, wo Gott ihm half und ihn geführt hat. Aber diese Hoffnung ist wichtig. Und wir haben diese Hoffnung. Weil wir gläubig sind, hoffen wir. Und weil wir hoffen, steht geschrieben, sie duldet alles. Die Liebe ist bereit, alles zu dulden. Egal, was uns auf dem Wege widerfährt, was man uns antun wird, wir sind bereit, das zu dulden. Zuallererst haben wir eine Verheißung, dass Gott uns nicht über unsere Kraft hinaus versuchen wird. Wir haben auch eine Verheißung, dass es für jede Versuchung einen Ausweg gibt. Es gibt keinen Weg ohne Ausweg für Gott, auch wenn wir nicht den Weg sehen und vielleicht, wenn überhaupt, nur den nächsten Schritt sehen. Aber wenn man den nächsten Schritt tut, dann sieht man noch einen Schritt danach. Und wenn man den nimmt, dann noch einen Schritt danach. Und Gott wird uns nicht, wie ich schon gesagt habe, über unsere Kraft versuchen. Aus Liebe zu Gott glauben wir ihm. Wir hoffen auf seine Verheißungen. Wir sind bereit zu leiden. Und er gibt uns die Kraft, auch für diese Sache, alles zu tragen, was uns auf dem Wege widerfährt. Das ist jetzt in der Ebene mit Gott. Aber dies gibt es auch in unserem Verhältnis mit Menschen. Sie glaubt alles.
die Liebe hält im Glauben und Hoffen. In einer gewissen Situation für das Familienmitglied fest. Man betet weiter für einen Jungen oder Mädchen, das sich vom Glauben entfernt haben. Wir halten fest im Glauben. Wir flehen für sie. Wir geben nicht auf, weil wir lieben. Wir sind nicht bereit aufzugeben. Wir sind nicht bereit, auch nur einen aufzugeben. Wir halten fest an den Verheißungen, wir rufen zu Gott, fallen vor dem Stuhl der Gnade nieder. Gott errette, Gott erbarme dich über sie, vergib ihr. Jesus, du bist der gute Hirte, der die 99 verlässt und diese eine Schaf nimmt, trägt es auf dem Rücken und bringt es in die Hürde. So beten wir weiter, halten fest und hoffen für die anderen Menschen. Und ja, auch leiden, wie wir gestern gesprochen haben über den Vater, wessen Liebe es ihm ermöglicht hat, zu bedecken, was der verlorene Sohn gemacht hat, so wird auch die Liebe es uns ermöglichen, jedes Leiden, das auf unserem Weg ist, zu erdulden. Das ist die Gnade Gottes, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns hilft. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist der Anfang von Vers 8. Die Frucht der Liebe, die vom Heiligen Geiste kommt, wird nicht vergehen. Die bleibt da, nicht wie Blumen oder Früchte auf Bäumen, die irgendwann reifen und runterfallen. Aber die geistliche Frucht der Liebe bleibt für immer reif. Diese Liebe verwelkt nicht wie eine Blume. Wie eine Blume, die man abgepflückt hat. Oder eine Blume, wo ihre Zeit vorbei ist. Der Frühling ist vorbei und der Sommer ist gekommen und sie verblüht. Nicht so die Liebe, die von Gott kommt. Sie wird weiter in uns wirken und gute Frucht wirken, bis unsere Zeit hier auf Erden vorbei ist und Gott uns rufen wird zu ihm in den Himmel. Was für ein großes Vorrecht haben wir, einem Gott der Liebe zu dienen, der uns den Heiligen Geist gibt, der in uns die Frucht der Liebe gedeihen lassen will, der im Ursprung im Garten Eden uns geschaffen hat nach seinem Bilde und durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen verändert er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von innen in das Bild Jesu. Nicht nur, dass wir Menschen sind mit Denkfähigkeit und Kreativität, wie Gott die Welt gemacht und geschaffen hat, hat auch uns im Gegensatz zu Tieren viel Fähigkeiten gegeben und hat in uns einen Geist gegeben, damit Gott der Geist ist, sich verbinden kann. Aber darüber hinaus will Gott, dass wir nicht nur wie er aussehen, sondern dass wir von innen verwandelt werden. Langsam, langsam, das ist ein Prozess, Arbeit des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Das Wort Gottes und der Heilige Geist, die Wolkensäule und die Feuersäule, die wirken und uns führen, um mehr und mehr wie unser Vater im Himmel zu sein. Und führen uns auf dem schmalen Weg, das am Schluss uns die Möglichkeit gibt, Gemeinschaft zu haben mit unserem Vater im Himmel. Das sind die Botschaften, die der Herr auf mein Herz gelegt hat, die über die Feuersäule reden. Natürlich ist das ganze Wort Gottes durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben worden und deshalb ist das nur der Anfang. Und lasst uns in Erinnerung haben, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Mögen wir durch die Gnade Gottes in dieser Liebe wachsen. Amen. Shalom euch und einen guten Tag an euch alle.